Machen wir hier erstmal alles frei. Ja, ich weiß, da ist ein Blaseblag. Ein Blaseblag. Geht's da weiter? Oh, guck mal, da geht's sogar weiter. Feuerbalg. That learning led to some interesting inventions. Wow. Playing with the cauldron's fire. Alter, wie geil. Became an addiction. Ich dachte, das wäre was, womit man Luft machen kann und nicht Feuer speien. Ist ja mir überall. Sure, we dusted off übergeil. Good secrets out here. Gehen wir mal erstmal hier oben fertig. Das ist ja mal mega cool. Was ist das? Was ist das? Das ist was Schweres. Oh, meine Nase juckt. Verdammt. Nein, das wollte ich gar nicht machen. Oh, ich bin groß. Oh, meine Nase juckt. Ah, meine Fresse. Weiß auch nicht, warum die jetzt nicht hier rauskommen. Das Stinkewölkchen könnte da mal weggehen. Flip. The unforgiven scent of sulfurous dirt. Hoi, hoi. Boah, wow, die sind ja voll nicht immun dagegen. Kommen die jetzt da raus? Oh, das ist so cool, das Teil. Ups. Stinky Minky. Okay, da wollen wir mal gucken, wie das Ding hier. You can cook those things, but you can't eat them. Was ist das? Oh, ein Ei. Ein Ei. The more ash we swept aside, the more life we found. Ei, ei, ei.
Ah, das geht auch, wenn das zu ist. Oh, das ist ja cool. Oh je, erstmal alles abfackeln. Das geht nämlich mit Cash. Cash in the Dash! Oh, jetzt gibt es bestimmt auch noch ein Dings dafür, ne? So ein Trainingsgelände. So, ich möchte gerne das Ei haben. Pickernest. Never thought we'd find so much life in all that ash. Die Kultur. Okay. Machen wir hier erstmal Pickernest. Ein Andenken. Ein Geflecht aus Stöcken mit einem einzelnen Ei darin. Picker wurden vor der Katastrophe unerbittlich gejagt, aber ihre Bestände schienen nie abzunehmen. Auch jetzt scheint es noch eine Menge von ihnen zu geben. Ach, das sind diese tollen Vögel, die hier rumfliegen, schätze ich mal. Gehen wir erstmal herüber. Ach, das war draußen. Ich dachte, das wäre ein Spiel gewesen. Place is inhospitable as they come. Ich glaube, ich habe nie so richtig verstanden, wie man da rauskommt. Hallo! Jetzt weiß ich nicht, wo ist denn hier jetzt richtig? Ach, guck mal dann. Okay, der war böse. Nein, nein, nein! Oh. Flasche runtergefallen. Das war spitzes. Waffenlager. Ich weiß gar nicht, ob ich ins Waffenlager will. Weil ich finde dieses Teil schon sehr geil. Und vor allem kann man mit dem Teil Steine kaputt machen mit Feuer. Es könnte sich ein bisschen schneller aufladen. Aber das kann man bestimmt wieder leveln. Machen wir die Dinger hier erstmal kaputt. After all, when we look down inside Colford Culture. Flip, 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 flip. Also, da muss ich ein bisschen aufpassen. Da war ich wieder zu voreilig. Ups. Stirb. Look down through all the smoke and flames. Ein Fläschchen für die Julia. Saw in there the heart of the world, the heart now laid bare by the calamity. Hundertpro wachen die jetzt gleich alle auf. Dann kann ich gucken, wie ich hier hinkomme. Oder ich muss zurücklaufen. We had to have it. As for the kid, he just has to get that shard out of there. Too bad taking that thing woke up every last stink eye from here to Charleston Bog. Okay.
is thinking he's got a trick all the way back around the cauldron. Luckily, the cauldron cooked up a little shortcut for him. Shortcut? Eine kleine Abkürzung. Sure, it ain't the most convenient path. Ich hab zwar keine Ahnung, wo der hinzielt, aber es wird schon passen. Ja gut, dann gehen wir zurück. Ah nee. Biggest stink guy he's ever seen is waiting for him on the other side. What is happening? Stand doch Luftbrücke oder nicht? Ach so, das war nur so ein. Ach, ich dachte, das wäre das Levelende gewesen. Ich bin so dumm. Ach, hier waren wir jetzt schon mal. Genau. Ist hier nochmal irgendwas? Schade. Hätte ja sein können. Where there's one stink eye, there's always more. Musik hört sich so verlassen an irgendwie. Oh, die Knochen geben gut Geld her, ey. Ich hätte mal früher gewusst, hätte ich da ein bisschen mehr drauf geachtet. The cauldron's tenants all gather up to bid the kid a fond farewell. Kid don't shed any tears for him, though. Diese Stinke-Dinger, ne? With a good spyglass, you can still see the cauldron from the city. Boah! Okay, da geht's zurück. Ich möchte aber noch nicht zurück. Vielleicht ist hier ja noch irgendwo was, dass ich jetzt hier lang kann? Nein, natürlich nicht. Ja gut, dann hauen wir ab. Skyway! It comes back looking like the inside of a chimney. So, dann stecken wir das Teil mal da rein, ne? The shard works like a charm. You can hear the monument's heartbeat again. Ah, jetzt können wir wieder aufleveln. Dann machen wir mal das hier. Just the occasion to crack open the distillery's private reserve. Was ist denn Neues eingetroffen? Fallschnaps. Immunität gegen Schaden durch Fallen. Plus... Oh, okay. Plus 200% Schaden durch Fallen auf Feinde. Sehr trocken mit einer Ahnung von Pfeffer und Geröll. Wie schmeckt denn Geröll? Wurde von Bergsteigern eingeführt, die sich davon einen besseren Halt versprachen. Okay. Ja, damit hatten wir schon Schwarztrunk. Plus zwei Schwarztonikums-Eigenschaften. Besitzt das Aroma und die Konsistenz eines herzhaften Eintopfs. Soll das Kurzzeitgedächtnis verbessern.